So Leute, herzlich willkommen. Dem Leondor ist leider ein Fehler unterlaufen. Und Mal wieder. Also immer wenn Fehler passieren, könnt ihr davon ausgehen, dass ich es deshalb war. ist das Schweinchen leider nicht mehr da. Du kleiner Hurensohn. Okay. Aber so ist es halt, Leute. Man kann nicht alles haben. Jetzt einfach mal Fehler gibt es runter. in so Also. Spielen, um sie zu machen. Oh, der Dunkel ist dann abgefallen. Egal, gar nicht schlimm. Hoppla. Natürlich hat es irgendwie ein Glück. Immerhin haben wir jetzt auch wieder den Hühnerstall. Ja. Siehst du, das war halt eigentlich auch einfach mein Plan. Ja. Da gehen wir jetzt mal ein neues Auto, Schweigkopf. Holy shit, Digga! Was ist mit dem Auto los? Ja, das ist ein bisschen tricky, ne? Ich bin einfach so normal den Berg runtergefahren und es hat sich fünfmal überschlagen. So, ich hole einmal mal wieder den Standard, einmal Weizen und Ich bin hier stuck. weiter ist jetzt auch gerade gar nicht. Weizen und Aber Weizen und Schwein haben wir geholt. Munition. Ne, Weizen und Munition haben wir als erstes geholt. Dafür wollen wir uns ein zweites Schwein wieder. Mit 205 Euro oder wie viel ist das? Wo kommt das Geld her, wenn ich fange das? Hä? Zum Warenkorb oder Ey, was? Junge, ich flieg wieder rum. Zum Verkaufen und dann kaufen? Hä? Ich habe gekauft, aber es ist nicht draußen, oder? Hä, wo bin ich gelandet? Ich bin nicht mal mehr in der Map. Oh, Junge, du gehst so auf die Eier, Ja, Alter. aber da kann ich doch nichts dafür. Ist doch ein Bug vom Spiel. Hä, wo bin ich? Ich habe gerade für 70 Euro eingekauft, aber es ist nichts mehr da. Soll das sein? Digga, ich bin hinter den Bergen gelandet, glaube ich. Hilfe. Mami. So, du musst jetzt leider Single Let's Play machen, es tut mir leid. Jetzt weiß ich, wie es hinten. Unterhalte mal die Ranch für mich. Ich muss erstmal meinen Weg zurückfinden in die Welt der Lebenden. Yes. Wir haben viel Zeit. Ja, egal, kein Problem. Okay. Also ich fühle mich ein bisschen, als wäre ich hier wieder mit der Armee in Afghanistan, muss ich sagen. Da sind wir auch über die Berge geschlichen. Da haben wir immer feindliche Truppen ausgemacht. Und da erzähle ich dir mal eine lustige Geschichte, ne? Also wir waren mal wieder unterwegs, ne? Und haben natürlich hier ein bisschen gespäht und geguckt, was wir da so finden. Und dann Und dann haben wir auf einem entfernten Berghang haben wir was laufen sehen, ne? Also wir waren uns nicht ganz sicher, was es ist, aber wir wussten, da bewegt sich was. So, und dadurch, dass wir natürlich im Krieg waren, ne, waren wir uns ziemlich sicher, oh, das müssen die feindlichen Truppen sein. Natürlich direkt Position durchgegeben. Mein Vorgesetzter, der Rudolf, hat natürlich direkt Luftangriff angefordert. Ja, okay. Und ja, was soll ich sagen? Also 10 Minuten später, die Basis war zum Glück Ja. nicht so weit weg, also ging relativ schnell. Ja, haben wir dann die Bomber gesehen, ne? Wie damals 45. Okay. Alles klar. Also nicht Und witzig, aber das ist der Digga, Zeitpunkt halt ich witzig. glaube, ich sehe die Ja, Map ja. wieder. Guck mal, ich bin wieder auf der Oh, was geht's? Map. Ja, und dann haben wir die natürlich da anfliegen sehen. Komplett alles platt gemacht. Halber Berghang ist abgerutscht, weil er halt komplett zerbombt wurde. Und dann natürlich lustige Geschichte. Okay. Sind wir natürlich runtergelaufen, ne, wollten da mal rüber und gucken, ob da noch irgendwas übrig Uns geblieben verlässt ist. aber den Pfad. Ja, okay. Ja. Und da haben wir unten am Berghang, haben wir. Ich sehe gerade einen Wolf, warte, ich muss den schnell umbringen. Ich habe keine Muni, warte, ich muss nachladen, lieber Wolf. Einmal kurze Ruhe. Oh lol, wie der schreit, der Arme. Ich lasse ihn hier liegen. Ja, da haben wir Nimm ihn unterm mit, das Berghang. Fleisch. Was? Nimm doch ein Fleisch mit. Ja gut, eins kann ich mitnehmen. Oh, ich komme nicht mehr hoch. Ja gut, hat sich erledigt. So, jetzt habe ich den Faden komplett verloren. Ja, ja, sehr witzige Geschichte. haben wir Das unten war am gut, glaube ich. Berghang einen alten Mann gesehen.
Ne, mit so einem Wanderstock. Also aus Holz natürlich, nicht so ein hochmoderner Wanderstock, wie wir den hier haben, logisch. Und er war komplett zusammengebrochen. Und hat uns dann erzählt, ja, er ist Hirte und er hatte gerade seine Schafe oben am Berg weiden. Und die werden jetzt verwurmt worden. Und da ist es natürlich klar geworden, oh, das waren vielleicht gar nicht die Feinde, sondern einfach ein paar Schafe. Und ja, das war Ja die gut, sowas Geschichte. passiert halt, ne? Jetzt, die Technik ist ja auch noch nicht so fortgeschritten. Das stimmt, ja. Mal auch probieren. Oh, weißt du, wo ich bin? Wo? An unserem Cliffdiving-Berg. Oh, mal los. Wuuuuh! Also, das ist ein anderer Berg, glaube ich. Aber hier kann man auch ein bisschen gut runterspringen. Ich habe Sehr auch. gut. Ja, ich bin auf jeden Fall wieder auf dem Heimweg. Oh, Das ich bin echt freut mich. fast da. Wo waren wir denn? Am Laden? Nee, Ja. war doch am Laden. Da Okay. gibt es aber nichts mehr zu holen. Außer ein Auto. Ja, das Auto. Ja, das war die Geschichte. Das war einer von den Fauxpas, würde ich es jetzt mal nennen, ne? Die uns da passiert sind. Aber es ist natürlich auch nicht so. Passiert halt häufiger mal, ne? Ich meine, wir waren da zu dem Zeitpunkt, wir waren schon seit 60 Stunden unterwegs. Kein Ja. Schlaf, weil Auge darfst du da nicht zumachen. Da steht direkt der Feind mit der Knarre hinter dir. Okay. Ja. Ja, Ja, die haben gut. da nicht mehr gehabt. Da hat die Waffenlieferung von uns hat leider nicht gereicht bis dahin. Okay. Und oder ich musste mich zum Ranch finden. So. Ja, und da passiert halt sowas mal, ne? Da waren die Augen schon müde, der Kopf war noch müder, das Koks hat nicht mehr gehalten Gehalten, was abgelaufen quasi. dann, ja. Ja. Wir haben Abgelaufenes genommen und dadurch ist unsere Sicht ganz verschwommen. Und wir waren halt richtig aufgeputscht, aber wir haben halt nichts mehr gesehen. Alles klar. Cool. Na, Schweini. Wie geht's dir? Scheiße, ich mach kaputt. Hat Durst, okay. Ja, glaube ich dir. Hier, guck mal, kannst du trinken. So, wie viel Cash haben wir? 62. Okay, dann würde ich Nicht sagen. viel. Nee, nichts kaufen. Ja, wollen wir nicht Oder ein nicht zweites viel. Schwein wieder kaufen? Dann gehen wir einmal jagen für ein zweites Nichts. Schwein. Ja, ich jag doch schon lange. Du bist doch der Keck, der die ganze Zeit nur rumbackt und nichts macht. Ach, kann ich jetzt nichts dafür. Sehr wohl. Jawohl, Sir. So. Ich bin wieder an meiner Lieblingsstelle. Ich fahre kein Auto Ja, mehr, es. Digga. Wie ich fahre gerade. Oh, Bärchen. Ich bin wieder rumgeflogen. Ich bin diesmal wenigstens nicht weit weggeflogen, aber es macht doch keinen Spaß mehr. Wenn du kein Auto fahren kannst, was ist das denn? Ah! Ein Bär, habe ich immer wieder Angst. Ja, wenn du dir wieder die ganze Zeit hinterher rennt und nicht nachladen musst. Ja. So, hier muss doch irgendwo ein Rehlein sein. Naja, ich riskiere es nochmal. Ich fahre nochmal Auto. Ganz schön mutig. Naja. So, weiter geht's. Ah, ich gehe mal an unsere Kreuzung, wo die immer unterwegs war. Wo dieses Hubkonzert war. Ja. Könntest du mal machen. Bin auch jetzt etwas außerhalb. Mal am gucken. Okay. Ich find's auch ein bisschen diskriminierend, dass hier kein Rap eingebaut wurde, muss ich sagen, ins Radio. Ja, es ist cringe. Ja. Also, da sind noch jetzt zwei so tolle Alben rausgekommen, die will ich mir echt gerne anhören. Würde sie mir auch gern einverleiben.
Digga, das wollte aber auch sterben. Das ist mir quasi Johann in die Hand Reh, gerannt. Digga, das wollte ich vor mir verstecken, es hat sich hingelegt am Baum, habe ich aber in den Kopf geschossen, Alter. Ja, das ist aber ein bisschen asozial. Bei mir auch, Junge. Du bist gerade zu mir gerannt, Skrein, hat die Musik gehört, hat sich umgedreht, also dann habe ich es halt umgebracht, also ist respektlos. Richtig so. Da mir ja auch nur noch seine Überreste ein, mehr hat sie nicht zu bieten. Oh. Da, ja. Sehr gut. Ah, da kommt direkt sein Bruder. Woher weißt du das jetzt, wenn ich fragen darf? Also der hat so geguckt und dann habe ich es Achso. einfach jetzt mal angenommen. Ich glaube, das hat dich jetzt nicht verletzt. So, wo bist du hin? Komm, ich helfe dir, ich bin ein ganz netter Mann. Bin etwas alt, aber ich will dir nichts mehr so. Ich zeig dir den Weg ins Licht. Da läuft's. Du musst kurz nachladen, aber das ist nur für später. Das ist nicht für dich. Boah, Junge, rennt es weit. So ein stolzer Hirsch. Der will mich weglocken, glaube ich. Vielleicht sind da die Babys, geht zurück. Oh Junge, das ist mir jetzt echt ein bisschen zu weit. Egal. Der hat mich jetzt so provoziert. Da kenne ich keine Baum. Digga, wo rennst denn du hin? So ein Spaß. Der guckt halt immer, ob ich komme. Nee, der will mich verarschen. Ich gehe da nicht mehr hin. Der wartet auf mich. Ja, wenn du dich zielen kannst, aber schön. Nein, ich war viel zu weit weg. Ich habe auch nicht mehr so viel Schuss, deswegen muss ich da vorsichtig mit umgehen. Naja, bin ich mal gespannt, wer jetzt hier auf mich wartet. Von wem er mich da weglocken wollte. Bei mir ist jetzt auch Toto. Ich habe den Truck voller Fleisch. Das ist schon mal cool. Einfach mal rum. Die waren doch irgendwo die Bären, die müssen doch irgendwo wieder kommen. Hat auch einen, der hat mich attackiert, zwar wieder ein Power. Ich glaube, wir haben ja schon leer gewildert, hier kommt glaube ich niemand mehr. Nein, ich glaube, mein Auto ist stuck. Das wäre nicht so gut. Alter, ich bin so hart stuck. Ey, nee, jetzt verliere ich wieder ein Auto. Ah, ne, ich kann den Baum abreißen, ich bin gelost. Aber kurz Auto holen. Und dann gibt es das nächste Rehlein. Hab ich jetzt noch auf dem Stein festsetzt, Junge? Oh, Junge, was für ein Safe. Ich bin jetzt immer ganz vorsichtig beim Auto. Ich mache jetzt Motor alles aus direkt. Nicht, dass ich da wieder rumfliege. Okay, da geht's nicht mehr drauf. Hey, Junge, ich komme hier nicht weg. Schubst mich mal an, du Spaß. Wo bist du? Unterwegs? Oh, du bist übelst weit weg. Ja, und schubst mich an. Ich komme sonst nicht weg. Ja, warte, ich komme gleich. Ich muss einmal aufpacken.
Oh, da liegt noch ein totes Reh. Hast du kurz Zeit? Das habe ich, glaube ich, umgebracht. Da liegen ganz viele tote Rehe. Soll ich dich schnell mitnehmen? Ach da. Ja, können Sie machen, dann hol ich noch mal. Wenn es Okay. jetzt vielleicht nicht 2 Minuten dauert. Ne, ich muss die nur kurz häuten und aufpacken. So, Klappe natürlich auf. Wir sind hier nicht wie die Barbaren. Oder die haben sich einfach schlafen gelegt zur schönen Musik. Ich kann es nicht ganz einordnen. Ja, bei mir lag auch eins am Baum einfach. Nur ist irgendwie abgeknallt. Sterben die schon von selber, weil die wissen, dass wir so Fleisch brauchen. Nee, die machen halt auch mal ein Päuschen. Stell dir Achso. vor. Da kommt das nächste. Ja, guck nur zu, was der Papa da macht. Du bist dann das nächste. Das lacht. Das hatte der Mund richtig fröhlich offen. What the fuck? What the fuck, Dicker? Das ist ja crazy. Na 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 na. Ach ja, ist halt einfach. Ich weiß nicht, mir gibt's halt irgendwie einfach Peace und Peace und mehr Peace. Ja, und Mappies. Warte, wo lag jetzt eine Fleisch noch? Nein! Ah, da. Ja, mir auch. Mir macht es so richtig Spaß, dann das Fleisch am Ende zu ordnen. Oder? Ja. Ich warte immer noch kurz auf den einen Stumper für 1 Millimeter. Ja, der Stumper kommt jetzt. Na, 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 na. Bin unten. Gut. Muss der Stumper nicht mehr kommen? Nö. Gut. Na, ich komme trotzdem mal Richtung Laden jetzt. Auf dem Weg nehme ich vielleicht noch ein Rehchen mit. Er ist So, mir ich da jetzt so verkaufe jetzt über mal. den Weg gekoppelt. 240, Junge. Sehr gut. Softig. Softig, heftig. Ist dein Auto voll mit Fleisch? Also anderthalb würden wahrscheinlich noch drauf passen. Wie langsam jagst du eigentlich? Ich bin halt auch ein alter Mann, ich brauche meine Zeit. Ich verstehe auch das Problem nicht, weil ich bin in der Rente und ich kann mir so viel Zeit nehmen, wie ich will. Ich krieg mein Geld sowieso. Aber nicht auf unser gemeinsames Konto, ne? Das nehme ich dann halt, das gebe ich dann halt für Nutten aus. Okay. Bin ich aber auch besser investiert als in so eine scheiß Ranch. Ja. Ja, perfekt, Digga. Ich warte extra, bis das Auto steht. Kannst du meine Sachen verkaufen? Was? Bist du noch am Ding? Am Nee. Laden? Oh ja, gut. Ich laufe zurück. Sind ja auch wieder nur 200 Meter. Was? Junge, was ist das denn, Mann? Ah. Da muss ich vor Wut jetzt einfach einen Baum abreißen. Ist dir mal aufgefallen, dass wir mittlerweile schon so viel gewildert haben, dass überall nur tote Rehe und sowas rumliegen? Noch kein einziges totes Reh gesehen. Ja, bei mir liegen immer mal wieder irgendwo tote Rehe einfach so. Nicht. Schade. So, Schwein weiblich haben wir gesagt und ein Huhn, oder? Ja. Klar. Na, meine hübsche Maus, wie geht's 92. dir? Oh, drauf in den Kalkun. Also ist das Schwein mit? Okay. Du wirst eine fette Mama, eine richtig fette Mama, das ist ja, ha?
Das hätte war wahr. Dann fahren wir jetzt mal zu so einem Ranch zurück. Nein! Nein! So, und eingepackt. Huhn, herkommen. Kriegst ein neues Zuhause. Das Schwein frisst hier alles weg, der Fettsack. Haben wir jetzt eigentlich den Sack Weizen, den wir gekauft haben, haben wir auch nicht mehr hier, ne? Ne. Müssen wir vielleicht nochmal. Ich hab wieder Weizen gehört. Ja, aber das ist fast weg, oder hast du noch irgendwo einen Sack rumstehen? Nö, das ist Schwein, aber so viel gefressen. Junge, du Missgeburt, ja, geh doch mal weg. Wegen dir fetten Spaß kann das nicht rein. Nein, das, achso, warte. Oh, Junge, ich bin stuck. So dumm, Junge. Hä, das ist doch nicht ich. Das ist natürlich, ich. Andere Ecke, in die Ecke musst du. Das fette Schwein ist doch hier. In die Ecke. Du bist so dumm. Machst du jetzt einfach das Tor zu, Junge! Alter, wie kann man so einen Sack geben? Man merkt, dass du ja noch nie. Wo ist das Huhn hin? So. Da machen wir hier das Folgeende. Gute Nacht, meine lieben Freunde. Es ist schon spät, geht mal lieber schlafen. 18:37 Uhr, jetzt machen wir uns schon ein schönes Schwarzbrot und ein Schwarzbrot mit einer Fleischwurst. Ja. Und dann gehen wir schlafen. Mit einer Blutwurst und dann gehen wir schlafen. Ja. Ne? Das ist der Plan für heute. Oh, gute Nacht. Gute Nacht.